Hallo, meine lieben Freunde. Ich freue mich über die Grüße, die da quer durch Europa gehen. Deutschland, Schweiz, Österreich. Ja, danke für die lieben Grüße aus allen verschiedenen Gebieten. Freut mich, dass ihr wieder dabei seid und dass wir diesen Abend wieder gemeinsam über diesen Weg erleben können. Gut, ich hoffe, dass unser Programm gut läuft heute. Bei uns braut sich irgendwo ein Gewitter zusammen, aber ich hoffe, das stört uns dann nicht, dass die Technik doch funktioniert. Wir werden unser Thema heute wieder fortsetzen unter dem Titel Die Opferung des Messias durch Menschenhand? Fragezeichen. Es wird uns in diesem Thema heute noch einmal um die Frage gehen, ob der Tod Jesu und da im Speziellen auch die Kreuzigung Jesu tatsächlich von Gott ausdrücklich gewollt, geplant und, wie wir es in den letzten Themen gesehen haben, sogar sein Gebot war an die Menschen, das mit ihm zu tun, was sie getan haben. Nur, wie wir gesehen haben, war es die verkehrte Einstellung, mit der die Juden das damals getan haben, nach dieser Version von Laurentius von Brindisi. Und die, die das Heft inzwischen haben, die werden ja und vielleicht diese Geschichte schon gelesen haben, um die wir uns jetzt einige Themen lang herum gekreist haben und das etwas tiefer angesehen haben, die werden ja drauf gekommen sein, dass wir erst bei der Hälfte dieser Geschichte sind, bei der Hälfte dieser Darstellung dieses Kapuzinerpaters, der sich mit dieser Frage auseinandergesetzt hat, was war falsch an der Kreuzigung Jesu durch die Juden damals? Und die, die diese Geschichte schon gelesen haben, die haben sicher gemerkt, dass wir hier noch einige interessante Ergänzungen haben, weitere Alternativen, wie der Tod Jesu geschehen hätte können oder wie in dem Fall, in dieser Geschichte, wie die Kreuzigung auf andere Weise stattfinden hätte können, als auf die Weise, wie es eben war, nämlich durch den Hass und durch die Ablehnung des Messias durch die Juden, dass sie ihn eben auf diese Weise ans Kreuz geschlagen haben. Und es ist ja unwahrscheinlich, und ich habe ja darauf hingewiesen, dass für mich diese Geschichte aus dem 16. Jahrhundert hier, diese Darstellung eigentlich ein historisches Dokument ist und dass man verwenden kann, um zu sehen, wie man in der Geschichte der Kirche über dieses Thema der Kreuzigung Jesu eigentlich wirklich dachte. Und er war ja nicht der Einzige, es ist hier nur beispielgebend, aber einer, der es gewagt hat, eine solche Geschichte darzustellen und an mehrere Alternativen zu der Art der Tötung Jesu gekommen ist, zum Kreuz und in Alternativen zu der Kreuzigung, wie sie stattgefunden hat. Für gewöhnlich macht man sich ja darüber keine Gedanken. Man verweigert es eigentlich, darüber nachzudenken, was eventuell anders sein hätte können, nach Gottes Plan und nach Gottes wirklichen Willen. Man hat offensichtlich sich mit dieser Frage gar nicht wirklich auseinandersetzen wollen. Und es ist auch heute so. Aber ich habe darauf hingewiesen, dass wir in unserer Adventgemeinde eigentlich in den letzten Jahren schon sehr viel darüber nachgedacht haben und dass verschiedene Theologen und Evangelisten und Prediger sich schon die Frage stellen, was denn gewesen wäre, wenn das passiert wäre, was Paulus in 1. Korinther 2, Vers 8 angesprochen hat, wenn die Herrscher dieser Welt damals den Messias erkannt hätten oder vielmehr, wenn sie die Weisheit Gottes erkannt hätten, die zu ihrem Heil dienen hätte sollten. Und wenn sie das richtig erkannt hätten, dann sagt Paulus, dann hätten sie den Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt.
Laurentius von Brindisi in diesem Text sagt, dann hätten sie ihn nicht aus Hass, sondern aus Liebe gekreuzigt. Erinnert euch daran, wir wollen uns bei diesem Thema wieder einklicken und etwas vorwärts gehen. Und wir wollen uns heute Abend mit der Frage stellen, gab es eine Alternative zum Kreuz, eine andere Art der Opferung des Messias? Für viele ist ja die Kreuzigung die Opferung des Messias, aber gab es auch eine andere Art einer Opferung des Messias? Durch Menschenhand ist jedenfalls die Kreuzigung passiert. Ob die Juden das aus Hass getan haben oder ob sie es in Frömmigkeit oder aus Liebe und Gehorsam getan hätten, sie hätten immer, der Messias wäre in dem Fall immer durch Menschenhand gestorben. Gab es dazu eine andere Alternative? Dieser Frage wollen wir nachgehen, auch auf der Basis dieser Geschichte, wie sie uns dieser Kapuzinervater hier in dieser Geschichte noch darstellt. Ich denke, dass wir auch heute auf interessante Gedankengänge kommen werden und wo uns immer deutlicher bewusst werden soll, dass hier irgendetwas in eine falsche Richtung gelaufen ist, was den Tod und die wirkliche Bedeutung des Todes Jesu betrifft zur Erlösung der Menschen. Es geht um ein zentrales und das zentrale Thema unseres Glaubens und auch des christlichen Glaubens zum Unterschied der Menschen, die außerhalb des Christentums stehen. Und ich denke, wir haben eine Verantwortung, dass wir auch anderen Menschen in anderen Religionen die Botschaft vom Kreuz so darstellen, wie sie uns die Bibel berichtet und nicht so, wie sie im Laufe der Kirchengeschichte sich entwickelt hat. Wir wollen Gott bitten, dass er uns segnet und ich darf euch einladen noch zu einem Gebet, bevor wir in das Thema richtig einsteigen. Lieber Vater im Himmel, wir sind dir wieder dankbar für diese Zeit, die du uns heute Abend wieder schenkst, für die Möglichkeit, dass wir dein Wort betrachten dürfen, dass wir miteinander überlegen können, was du uns durch dein Wort über den Plan der Erlösung wirklich offenbart hast und dass du uns auch bewusst machen möchtest, was Menschen daraus gemacht haben. Und wir wollen dich bitten, dass du uns auch heute Abend durch deinen Heiligen Geist führst, wenn wir noch einmal über dieses wichtige Thema nachdenken und es von verschiedenen Seiten betrachten, um zu erkennen, was dein wahrer Wille gewesen ist, um die Welt zu einem siegreichen Ende zu führen und um diese Welt zu einer wahren Erlösung zu führen, Menschen zu retten, die durch die Sünde und durch die Verführung des Bösen in die Verlorenheit gekommen sind. Und wir wollen dich bitten, dass du uns immer wieder hilfst, dass alles, was wir überlegen und was wir miteinander aus deinem Wort uns überlegen wollen, dass es dazu dienen möge, dass wir dich besser verstehen, deinen Plan besser verstehen und dass wir auch unser Leben nach diesem Plan ausrichten können. Geleite uns in diesem Sinne durch diesen Abend, um deiner Liebe willen, Herr Jesus. Amen. Gut. Ich beginne noch einmal mit dieser Frage in Anlehnung an 1. Korinther 2, Vers 8. Was wäre gewesen, wenn die Juden Jesus als den Messias erkannt, wenn sie die Weisheit Gottes erkannt hätten und den Messias angenommen hätten? Paulus sagt ganz klar in diesem Text, dann hätten sie den Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt. Ja, das ist eine klare Aussage, die wir in der Bibel haben. Und ich glaube persönlich, dass Paulus damit gleichzeitig meint, wenn das geschehen wäre, dann hätte Jesus weder gekreuzigt werden müssen, noch auf irgendeine andere Art zu Tode kommen müssen. Ja? Und schon gar nicht durch irgendeine Menschenhand zu Tode kommen müssen, immer unter der Voraussetzung, dass die Menschen ihn erkannt hätten und den göttlichen Weg, den göttlichen Plan zur wirklichen Erlösung der Menschen recht erkannt hätten.
Niemand hätte dann von Gott irgendwo einen Auftrag gehabt oder einen Auftrag bekommen oder ein Gebot bekommen, den Willen Gottes darin zu erfüllen, den Messias durch Menschenhand zu töten und zu kreuzigen oder auf irgendeine andere Art zu opfern, wie man das dann so schön sagt. Laurentius von Brindisi in diesem Büchlein noch einmal in Erinnerung, als Katholik sagt er, dann hätten sie ihn nicht aus Hass, sondern dann hätten sie in Frömmigkeit ihn ans Kreuz geschlagen. Die adventistische Antwort zur Wiederholung ist wieder auf eine andere Art und Weise. Ich habe hier, auf das habe ich jetzt noch nicht hingewiesen, ich habe hier eine Darstellung des Römerbriefes von der Stimme der Hoffnung, der das Geheimnis der göttlichen Barmherzigkeit, Römer, der 11. Brief, wie ihr seht, ja, ein Bibelfernkurs. Und in diesem Brief hat sich der Schreiber dieses Bibelfernkurses, es ist von der Stimme der Hoffnung, ich habe das herausgefunden, dass es Bruder Witwer war, der diesen Bibelfernkurs zusammengestellt hat, der heute noch der leitende, also der Mitverantwortliche oder Hauptverantwortliche für die Lehrbriefe der Stimme der Hoffnung von Darmstadt ist. Und hier in diesem Heft kommt auf Römer 11 zu sprechen. Und Römer 11 ist ein Kapitel, wenn wir das aufschlagen, vielleicht schlagen wir das gleich auf, damit wir sehen, worum es da geht. Römer 11 geht es um die Frage Israels. Ja? Die Frage nach der Erwählung Israels. Römer Kapitel 11. Da geht es um die Frage, sind die Juden verstoßen worden oder sind sie nicht verstoßen worden? Nachdem sie Jesus gekreuzigt haben, die Propheten getötet haben, durch Jahrhunderte hindurch sie immer wieder abgelehnt haben, Johannes dem Täufer verworfen haben und letztendlich den Messias verworfen haben. Etwa 30 Jahre später schreibt der Apostel Paulus hier und stellt hier diese Frage in Römer 11, so sage ich nun, hat denn Gott sein Volk verstoßen? Das sei ferne, denn ich bin auch ein Israelit von dem Geschlecht Abrahams aus dem Stamme Benjamin. Es geht ja hier auch in der christlichen Kirche, in der christlichen Theologie, seit Jahrhunderten immer wieder schon um diese Frage, hat Gott das jüdische Volk, weil sie mit dem Messias so umgegangen sind und weil sie den Messias so verworfen haben, hat Gott sein Volk wirklich verworfen? Paulus sagt hier ganz klar, das sei ferne. Denn er selber ist ja auch Israelit. Er will damit sagen, Gott hat Israel nicht als Gesamtheit verworfen, sondern er hat die verworfen, die eben ungläubig waren. Aber trotzdem hat Gott dem Volk Israel und jeden einzelnen Israeliten die Möglichkeit der Rettung gegeben, wenn sie den Messias auch nach der Kreuzigung, nachdem ihre Väter und die damalige Generation den Messias verworfen hat, das muss ja nicht bedeuten, dass jeder Jude dann automatisch den Messias verwirft, Jesus verwirft. Aber wir wissen, dass in der Geschichte es wenige Juden waren, immer weniger geworden sind, während am Anfang in der Geschichte eigentlich noch viele Juden zur Wahrheit gekommen sind, in der Zeit der Apostel, und Jesus letztendlich nach seiner Auferstehung als wahren Messias angenommen haben und an ihn geglaubt haben und sich bekehrt haben. Gott hat sein Volk, sagt Paulus hier im Vers 2, Gott hat sein Volk nicht verstoßen, welches er sich zuvor ersehen hat. Oder wisset ihr nicht, was die Schrift sagt von Elia, wie er tritt vor Gott wieder Israel und spricht, Herr, sie haben deine Propheten getötet und haben deine Altäre zerbrochen und ich bin allein übrig geblieben und sie stehen mir nach dem Leben. Aber was sagt ihnen die göttliche Antwort? In 1. Könige 19,18 wird hier zitiert, ich habe mir lassen übrig bleiben 7000 Mann, die ihre Knie nicht gebeugt haben vor dem Baal. Das heißt damals, der Elia hat auch schon, der war auch der Meinung, Gott hat das Volk verworfen, generell, er als der einzige ist übrig geblieben.
gestimmt hat tatsächlich, dass Gott sein Volk ziemlich, dass er dabei war, sein Volk zu verwerfen und die Generation, die damals gelebt hatte, ja, er ja wirklich verworfen hatte, nachdem sie völlig in Gott, im Götzendienst aufgegangen sind. Aber trotzdem war nicht nur eine Lia übrig, sondern 7000, hat Gott hier erwähnt, sind noch übrig geblieben, von denen der Elia offensichtlich zu dem Zeitpunkt nichts gewusst hatte. Weil sie verstreut waren, weil sie vielleicht sich im Untergrund irgendwo bewegt hatten und sich nicht so, vielleicht so herausgetraut haben, sich als gläubige Menschen zu deklarieren, so wie es Elia getan hat. Aber sie waren doch da und irgendwo hat sich Gott trotzdem zu diesem Volk doch bekannt. Und Paulus verwendet jetzt dieses Beispiel, um jetzt die Situation der Juden nach der Kreuzigung Jesu darzustellen, dass er sagt, Gott hat sein Volk nicht automatisch verworfen. Das heißt, nicht alle Juden. Jeder, der möchte, jeder, der kann, der Jesus annimmt, der kann gerettet werden. Paulus sagt dann hier, wenn wir den Text weiterlesen, in Vers 5, so geht es auch jetzt zu dieser Zeit, dass etliche übrig geblieben sind nach der Wahl der Gnade. Ist es aber aus Gnaden, so ist nicht aus Verdienst der Werke, sonst würde Gnade nicht Gnade sein. Wie denn nun? Was Israel sucht, das erlangt es nicht. Die Auserwählten aber erlangten es. Die anderen sind verstockt. Und da kommt er auf dieses Thema der Verstockung Israels. Als Jesus auf Erden war und zu dem Volk Israel gesprochen hat, zu den Pharisäern, Schriftgelehrten, zu den Priestern und zur geistlichen Führung, dann konnte man ganz deutlich feststellen, dieses Volk samt seinen Führern war derart verstockt, dass sie ihn eben nicht erkannt haben. Und es sah so aus, als hätte sich hier erfüllt, was der Prophet Jesaja vorausgesagt hat. Ja, und hier zitiert Paulus auch den Jesaja, wie geschrieben steht im Vers 8, Gott hat ihnen gegeben einen Geist der Betäubung, Augen, dass sie nicht sehen und Ohren, dass sie nicht hören, bis auf den heutigen Tag. Und David spricht, lasst ihren Tisch zu einem Fallstrick werden und zu einer Schlinge und zum Ärgernis ihnen zur Vergeltung. Verblende ihre Augen, dass sie nicht sehen und beuge ihren Rücken alle Zeit. Und dann geht der Paulus weiter und sagt hier, so sage ich nun, sind sie darum gestrauchelt, dass sie fallen sollten? Das sei ferne, sondern durch ihren Fall ist den Heiden das Heil widerfahren, auf das Israel ihnen nacheifern soll. Wenn aber schon ihr Fall der Welt Reichtum ist und ihr Schande ist der Heiden Reichtum geworden, wie viel mehr wird es Reichtum sein, wenn Israel in seiner ganzen Fülle gewonnen wird? Paulus spricht hier in diesem Zusammenhang vom Fall Israels. Und wenn man den Text so liest, dann bekommt man den Eindruck, dass ja, es irgendwo im göttlichen Plan war, dass es irgendwo dem göttlichen Willen sogar entsprach, so wird es heute von Theologen ausgelegt sogar, dass Israel verblendet wird, dass es seinen Messias nicht erkennt und dass sie ihn dann letztendlich kreuzigen. Und durch die Verblendung Israels soll dann erst das Heil den Heiden widerfahren. Und in der Historie, in der Geschichte war es ja so, dass die Juden mehr ein Hindernis waren, dass das Evangelium zu den Heiden kam, aber nicht, weil Gott wollte, dass sie verstockt werden, sondern einfach, weil sie ihren Auftrag nicht erfüllt haben. So, und weil sie dann letztendlich die Propheten nicht angenommen haben, weil sie dann Johannes den Täufer nicht annahmen, weil sie den Messias nicht annahmen, haben sie natürlich den Heiden das Evangelium nicht gebracht. Weil sie verstockt waren, weil ihre Augen verblendet waren, das war aber nicht Gottes Plan. Niemals könnte man sagen, Gottes Plan war, dass Israel verblendet wird, damit dann letztendlich den Heiden das Evangelium in Wirklichkeit verkündigt wird. Und niemand war, es war auf keinen Fall in dem Fall Gottes Wille, dass der Messias gekreuzigt wird, nur damit das Heil zu den Heiden dann kommt. Ja? Und in diesem Bibelfernkurs kommt jetzt Bruder Wittwer in diesem Römer 8, ein Römer 11 Kapitel darauf zu sprechen. Und er erwähnt dann auch hier, der Unglaube des jüdischen Volkes war von Gott nicht vorherbestimmt. Kann er nicht sein. Gott kann ja nicht Unglauben vorherbestimmen. Aber wir können sagen, Gott hat den Unglauben seines Volkes vorhergesehen.
Und deshalb hat er ja auch das Schicksal des Messias vorhergesehen. Und deshalb ist alles vorhergesagt worden, was Israel passieren wird. Die Zerstörung Jerusalems, die Zerstreuung des Volkes unter allen Völkern. Das war alles vorhergesehen von Gott, aber niemals vorherbestimmt. Wir werden auf diese Vorherbestimmung heute noch etwas näher hinkommen, weil es da tatsächlich große Verwirrung diesbezüglich gibt. Bruder Wittmer sagt hier, vielmehr zeigen die alttestamentlichen Prophezeiungen immer zwei Möglichkeiten von Israels Zukunft. Und darüber haben wir zur Genüge diesen Plan A, Plan B besprochen. Und da sagt er hier, hätte das Volk Jesus als Messias angenommen, wäre er trotzdem von den Römern als König der Juden gekreuzigt worden. Also er ist sich sicher hier, dass wenn die Juden ihn nicht gekreuzigt hätten, dann hätten ihn die Römer gekreuzigt. Also ganz sicher wäre er gekreuzigt worden. Also eine solche Aussage kann man eben nur machen, weil man davon ausgeht, dass der Tod Jesu und vor allen Dingen in dem Fall vor allen Dingen das Kreuz Jesu im absoluten Plan, im absoluten Willen Gottes war. Ja, und in der Vorhersehung, ja sogar in der Vorherbestimmung, wie wir dann später noch von anderer Seite sehen werden. Das kommt hier in diesem Bibelfernkurs sogar zum Ausdruck. Dann kommt er hier auf den Gedanken, was würde sich dann danach abspielen, wenn das jüdische Volk den Messias angenommen hätte und er dann trotzdem von den Römern gekreuzigt worden wäre. Na, wie wäre dann die Geschichte weitergegangen? Hier eine Alternative. Er sagt hier, nach seiner Auferstehung wären nicht nur die wenigen Nachfolger Jesu vom Heiligen Geist erfüllt worden, um das Evangelium zu verkündigen, sondern das gesamte Volk. Das heißt, es ist bemerkenswert, wenn die Juden Jesus angenommen hätten, hätten sie dadurch nicht den Heiligen Geist empfangen, bevor nicht die Römer Jesus gekreuzigt hätten. Und erst wenn die Römer Jesus gekreuzigt hätten, dann wäre Jesus auferstanden und erst nach der Auferstehung hätte Gott den Heiligen Geist über das ganze Volk ausgegossen. Achtet darauf, da waren wir das letzte Mal in unserem Thema, wo dieser Roger Libby, den ich euch genannt habe, ein protestantischer Theologe, genau den gleichen Gedanken drinnen hatte, wo er sagte, dass erst die Kreuzigung geschehen musste, der Messias musste erst von Gott geschlagen werden, und erst dann konnte der Heilige Geist in seiner Fülle ausgegossen werden. Ihr habt hier ganz ähnliche Gedanken in einem Bibelfernkurs aus unserer Gemeinde, wo man diese Meinung hier vertritt, vom Prinzip her. Ja. Das hätte die damalige Welt entscheidend verändert. Rom hätte versucht, Israel Einhalt zu gebieten, doch seine Maßnahmen wären durch Gottes Eingreifen gescheitert. Das heißt, die Römer hätten sich gegen die Juden gestellt, wenn sie den Messias angenommen hätten, dann hätten sie den Messias ausgerottet, hätten sie den Messias gekreuzigt, wie sie es ja ohnehin getan haben, nicht? Ich habe mit Bruder Wittwer mal ein kurzes Gespräch über Telefon gehabt und ich habe ihm damals schon die Frage gestellt, das war schon vor 3 oder 4 Jahren, wie auf diese Idee kommt. Denn wenn ich die Geschichte wirklich lese, war ja der Pilatus ein Jude, nicht ein Jude, ein Römer. Und genau dieser Römer hat ja eigentlich keinen Grund gehabt. Er wollte eigentlich Jesus nicht kreuzigen, er wollte Jesus befreien. Das heißt, die Römer hatten keine Angst vor Jesus, sie hätten keinen Grund gehabt, Jesus zu kreuzigen, denn er hat Liebe gepredigt, er hat nicht die Feindschaft gepredigt, er war den Römern nicht feindlich gesinnt. Und ich denke, da hätte man nicht erst warten müssen, dass die Römer jetzt auf Jesus feindlich werden. Wenn die Juden sich bekehrt hätten, wären die Römer ihnen die besten Freunde gewesen und sie hätten keinen Anlass gehabt, irgendjemanden noch hinzurichten. Das, so wie die Geschichte, wie wir sie kennen, ist das eigentlich absurd, über eine solche Alternative darzustellen. Und dann müssen wir fragen, ja, warum sollte es wirklich von der Kreuzigung Jesu abhängen, die ein heidnisches Volk macht, damit das Volk Gottes von Heiligen Geist erfüllt wird? Ihr merkt schon, das sind lauter Erklärungen, wo man sagt, das passt hier biblisch nicht zusammen. Ja? Also hier diese Alternative. Ich habe mir natürlich auch die Frage gestellt, woher, wenn, ja,
Gott hat ja, so, ja, das wollte ich eigentlich sagen, Gott hat ja den Tod Jesu nicht dem Zufall überlassen, wie es geschehen sollte, ob ihn die Juden oder die Römer töten sollten. Es gibt Leute unter uns, die dann letztendlich sagen, ja, darüber braucht man uns gar keine Gedanken machen. Irgendjemand hätte ihn dann sowieso, wenn nicht die Römer, dann hätte ihn irgendein Heide oder sonst irgendjemand, hätte ihn dann schon an das Kreuz genagelt, denn so war es ja prophezeit. Ja? Ich habe inzwischen auch eine andere Ausarbeitung, die einige von euch auch kennen werden. Ein Theologe von Bonhoeffer, es ist Martin Pröpstle, der eine Arbeit geschrieben hat über 1. Korinther 2,8. Ja, wie muss ich das jetzt halten so? Entschuldige. 1. Korinther 2,8. Ja, hätten Sie die Weisheit Gottes erkannt? Eine Auslegung von 1. Korinther 2,8 und das von Martin Pröpstle im Mai 2007 geschrieben. Eine 20 Seiten Ausarbeitung, wie wir diesen Text in 1. Korinther 2, Vers 8 zu verstehen haben. Ich weiß, dass einige von euch dieses Dokument haben. Wenn nicht, dann könnt ihr es bei mir auch bestellen oder selber bei Martin Pröpsler mal nachfragen. Er hat hier eine interessante Arbeit geschrieben, aber ebenfalls die Meinung vertreten, dass am Kreuz kein Weg vorbeiführte. Das heißt, dass hier das Kreuz tatsächlich ganz dezidiert im göttlichen Plan und im Willen stand. Das heißt, er vertritt hier eigentlich im Grunde genommen genau die gleiche Idee wie Laurentius von Brindisi in dieser Broschüre, dieser Kapuzinervater im 16. Jahrhundert. Ich lese euch einen Text hier vor, den er zunächst einmal schreibt. Martin Brötzle schreibt hier in diesem Text, Petrus und Johannes bekennen in Apostelgeschichte 4, 28, also dort den Text werden wir dann gleich lesen, dass das, was dem Knecht Jesu geschehen ist, zeitlich zuvor so bestimmt wurde und damit von Gott bestimmt wurde. Man beachte, dass hier nur gesagt wird, dass Gott vorher bestimmt hat, was geschehen sollte, aber nicht durch wen es geschehen sollte. Das ist jetzt eine adventistische Antwort, also von einem adventistischen Theologen, der sagt, an der Kreuzigung führte kein Weg vorbei. Da kommt auch in anderen Zusammenhängen auf das zu sprechen. Ich werde dann ein paar Gedanken daraus vorlesen. Aber er sagt prinzipiell, es war Gottes Vorherbestimmung. Ja? Es war allerdings nur vorherbestimmt, wie er sterben sollte, dass es das Kreuz sein sollte, aber nicht, wer es tun sollte. Das heißt, und da wird dann die Meinung vertreten, dass die Juden nicht gezwungen waren und niemand war gezwungen, ihn zu kreuzigen, weil Gott das nur vorherbestimmt hat, dass er gekreuzigt wird, aber nicht, wer es tun sollte. Ja? Und ihr merkt schon, das ist ein Zwiespalt. Also irgendwo kommt man da letztendlich ja zu keinem Nenner. Denn irgendjemand, wenn denn irgendjemand unbedingt töten hätte müssen oder kreuzigen hätte müssen, dann ist für irgendeinen Menschen der freie Wille ja nicht mehr gegeben. Denn wenn Gott einen Menschen braucht, mindestens, die Kreuzigung stattfindet, denn alleine hat sich ja Jesus nicht kreuzigen können, dann stimmt da irgendwas nicht, nicht? Und ich glaube auch nicht, dass der Tod Jesu dem Zufall überlassen ist. Ja? Er hat das ganze Geschehen um den Tod Jesu war nicht dem Zufall, und das sagt Martin Bröpsle auch in seiner Ausarbeitung drinnen, dass es kein Zufall war. Ja? Aber war es vorherbestimmt? Ja? Wer es tun sollte. Oder hat Gott das dem Zufall überlassen, wer es tun wird? Ich stelle hier die Frage, wenn es nicht in der Schrift möglich war, herauszufinden, wer ihn töten sollte, dann müssten wir uns ja die fragen, woher hat denn dann Jesus gewusst, dass es die Juden sein werden und nicht die Römer? Jesus hat nicht gesagt, irgendwelche Heiden werden es tun, sondern die Juden werden es tun. Und da muss man fragen, woher hat Jesus das gewusst?
Und wenn wir die Aussagen Jesu in seiner Leidensankündigung verstehen, dann werden wir wissen, dass Jesus das aus der Schrift gewusst hat. Das heißt, dann musste in der Schrift klar erkennbar gewesen sein, dass der Messias nicht irgendwo durch irgendjemand getötet wird, sondern dass er durch die Juden getötet wird, dass sein eigenes Volk ihn töten würde. Schlagt mit mir auf, zum Beispiel eine der Leidensankündigungen, Markus Kapitel 9. In allen Leidensankündigungen hat der Jesus hier ganz deutlich darauf aufmerksam gemacht, wer ihn töten würde. Und da muss man jedes Mal fragen, woher hat Jesus das gewusst, dass es so sein wird? In Markus Kapitel 9, Vers 31, da heißt es, denn er lehrte seine Jünger und sprach zu ihnen, des Menschensohn wird überantwortet werden in der Menschen Hände. Und sie werden ihn töten, und wenn er getötet ist, so wird er nach 3 Tagen auferstehen. Sie aber verstanden das Wort nicht und fürchteten sich, ihn zu fragen. Tatsächlich gibt es hier Leidensankündigungen wie diese, wo Jesus nicht sagt, wer ihn in die Menschenhände überantworten wird. Man wird ihn, des Menschensohn wird überantwortet werden in der Menschenhände, heißt es hier. Und sie werden ihn töten. Wer ihn töten wird, steht hier noch nicht da. Aber wenn wir andere Texte lesen, und ich nehme jetzt beispielhaft Lukas 18, da steht hier im Kapitel 18, Vers 31, er nahm aber zu sich die 12 und sprach zu ihnen, seht, wir gehen hinauf nach Jerusalem und es wird alles vollendet werden, was geschrieben ist durch die Propheten von des Menschen Sohn. Denn er wird überantwortet werden den Heiden und er wird verspottet und geschmäht, verspäht werden und sie werden ihn geißeln und töten und am dritten Tage wird er auferstehen. Da habt ihr einen Text, der zum Ausdruck bringt, das wird geschehen, weil es in der Schrift so steht. Ja? All das, was Jesus also über sein Leiden angekündigt hat, steht in der Schrift. Auf das hat er hingewiesen. Aber auch hier steht nicht drinnen, wer es tun wird. Achtet also, es gibt da verschiedene Aussagen. Jetzt schlagt auf in Matthäus 16 die erste Leidensankündigung, die Jesus angesprochen hat. Die erste Leidensankündigung in Matthäus 16. Da sagt er hier ganz klar, wer das tun werde. Ja. Im Vers 21, Matthäus 16, Vers 21. Seit der Zeit fing Jesus Christus an und zeigte seinen Jüngern, wie er müsste hin nach Jerusalem gehen und viel leiden von den Ältesten und hohen Priestern und Schriftgelehrten und getötet werden und am dritten Tage auferstehen. Also hier hat Jesus genau gewusst, dass es die hohen Priester sein werden, die ihn ausliefern werden, die ihn den Heiden überantworten werden. Es gibt auch andere Stellen, wo es heißt, hier er wird den Heiden ausgeliefert werden. Schlagt in Matthäus 20 auf, Matthäus 20, Vers 18 und 19, das ist die dritte Leidensankündigung nach Matthäus, wo er sagt, siehe, wir ziehen hinauf nach Jerusalem, des Menschensohn wird den hohen Priestern und Schriftgelehrten überantwortet werden. Hier wird er von jemanden den hohen Priestern und Schriftgelehrten überantwortet werden. Und sie werden ihm zu Tode verdammen und werden ihn überantworten, den Heiden. Also merkt, Jesus hat dir ganz klar gesagt, wer es tun wird. Und immer wieder bringt er die Schriftgelehrten und die Pharisäer ins Spiel. Und auch die Apostel haben ja im Nachhinein die Juden verantwortlich gemacht, die das getan haben. Das wissen wir aus den verschiedenen Texten, die da geschrieben stehen. Das heißt, Jesus wusste genau, wer es tun wird. Und jetzt muss man fragen, dann musste das ja in der Schrift verankert sein. Und wir können davon ausgehen, wenn Gott schon seinen Plan oder einen Erlösungsplan ausgearbeitet hat, einen Erlösungsplan offenbart hat, dann ist in diesem Plan alles offenbart worden, was auch die Leidensgeschichte des Messias betrifft. Und er hat es nicht dem Zufall überlassen, wer es tun wird,
Ja? Sondern er hat es sehr wohl angekündigt. Und deshalb ist es für mich rätselhaft, wie selbst ein adventistischer Theologe sagen kann, dass es nicht offenbart war, durch wen es geschehen sollte. Und selbst wenn Jesus es voraussagt, ja, dann ist es spätestens ab diesem Zeitpunkt vorausgesagt worden, wer es tun würde. Aber Jesus hat sich hier, wie wir gesehen haben, auf die Schrift bezogen. Und jetzt müssen wir fragen, ja, wo in der Schrift steht, dass es die Juden sein werden und nicht die Römer, nicht die Heiden, irgendwelche fremden Heiden, sondern dass hauptsächlich die Juden verantwortlich sein werden für seinen Tod. Kann man das zum Beispiel aus Jesaja 53 herausfinden? Jesaja 53 ist ja das Kapitel, das am deutlichsten die Aussagen beinhaltet, die die Leidensgeschichte des Messias darstellten. Ja? Jesaja 53, und da stellt sich die Frage, steht da irgendetwas, kann man aus diesem Text herauslesen, dass es das jüdische Volk sein wird? Beginnen wir von Vers 1 weg. Aber wer glaubt dem, was uns verkündigt wurde? Und wem ist der Arm des Herrn offenbart? Wer glaubt dem, was uns verkündet wurde? Wer ist mit uns gemeint hier? Jeder, der diesen Text liest, wird wissen, dass damit das jüdische Volk gemeint ist. Ihnen wurde es verkündigt durch die Propheten schon und durch Johannes den Täufer und dann auch durch Jesus. Aber wer glaubt dem, was uns verkündigt wurde? Er schoss auf vor ihm wie ein Reis und wie eine Wurzel aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und Hochheit, wir sahen ihn, aber da war keine Gestalt, die uns gefallen hätte. Er war der für alle verachteste und unwerteste voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm barg. Darum haben wir ihn für nichts geachtet. Das sind doch ganz klare Aussagen hier, wer ihn für nichts achten wird, wer ihn verspotten wird. Es ist das Volk, zu dem gepredigt wird und das Volk, das eben nicht glauben würde. Also, wie kann ein Theologe sagen, es wurde nicht offenbart, nicht vorausgesagt, wer es tun würde? Das ist hier ganz deutlich. Oder wenn wir im Psalm 22, der Psalm 22 wird ja auch immer wieder gerne genommen, um daraus eine Prophezeiung für den Messias zu machen, obwohl wir auch hier die Frage stellen müssen, ob das jetzt wirklich im Sinne einer Prophetie zu sehen ist und noch dazu im Sinne einer absoluten Prophetie. Aber darüber haben wir auch schon gesprochen, dass eigentlich alle Prophezeiungen, die das Schicksal des Messias, das negative Schicksal des Messias prophezeit haben, also seinen Tod und sein Leiden vorausgesagt haben, dass das eigentlich nicht in den Bereich der absoluten Prophetie gehört, sondern in den Bereich der bedingten Prophetie. Der Messias würde nur gekreuzigt und dem würde nur dieses Leid passieren, wenn sein Volk ihn verwirft, wenn sein Volk ihn nicht annimmt. Das müssen wir ganz deutlich sagen. In Kapitel 22, Vers 7 und 8 heißt es hier: Ich aber bin ein Wurm und kein Mensch, ein Spott der Leute und verachtet vom Volk. Das hat sich letztendlich auch auf Jesus bezogen. Aber jeder, der diesen Psalm liest, der wird merken, dass könnte sich auch auf viele andere Gläubige und in ähnlicher Form hat sich das auch in vielen anderen gläubigen Menschen auch in gewisser Weise erfüllt. Alle, die mich sehen, verspotten mich, sperren das Maul auf und schütteln den Kopf. Ja? Also das war bei Jesus, aber wir können niemals sagen, dass Menschen nur über Jesus gespottet und den Kopf geschüttelt haben. Auch über seine Nachfolger. Jesus hat gesagt, der Meister ist nicht mehr als ein höher als sein der Herr ist nicht höher als sein Knecht, nicht? Und wenn sie ihn als Beelzebub geheißen haben und ihn verfolgt haben, werden sie auch seine Jünger verfolgen. Ja, aber noch einmal im Vers 7. Ich bin ein Wurm und kein Mensch, ein Spott der Leute und verachtet vom Volk. Ja? Und damit ist immer dieses eigene Volk gemeint, unter denen dieser Prophet oder dieser gläubige Mensch eben gerade lebt. Also auch aus diesem Text ist ganz klar abzuleiten, dass es das Volk der Juden sein würde. Und ich glaube sogar, dass wir das auch aus Daniel 9 ganz klar erkennen können, aus der Prophetie, dass es dieses eigene Volk sein wird.
Denn Daniel 9, man kann auch hier etwas zwischen den Zeilen lesen, wenn wir nur das richtige Verständnis davon haben, von den Prophezeiungen, die hier gegeben sind. Da wird in Daniel 9, Vers 26 der Tod des Messias vorausgesagt. Da heißt es, und nach den 62 Wochen wird ein Gesalbter ausgerottet werden, ja, in Jerusalem. Dort, zuerst kommt er nach 7 Wochen und 62 Wochen, die Stadt und das Heiligtum wird wieder aufgebaut, ja, und dann kommt der Gesalbte und dann wird er ausgerottet werden. Und was ist die Folge dieser Ausrottung? Das Volk eines Fürsten wird kommen und die Stadt und das Heiligtum zerstören. Ja. Jetzt muss man sich fragen, ja, warum lässt Gott der Jerusalem aufbauen unter großen Mühen und Plagen und unter großen Gefahren? Dann verheißt er den Messias, dass er kommen wird, und dann wird vorausgesagt, dann werden sie ihn ausrotten, und dann kommt ein Volk eines Fürsten und wird dann die Stadt und das Heiligtum, das so mühevoll aufgebaut worden ist, lässt er wieder zerstören. Das kann ja nur ein Strafgericht Gottes gesehen, als Strafgericht Gottes gesehen werden, dass hier das Heiligtum und die Stadt Jerusalem wieder zerstört wird. Ein Strafgericht über das Volk, das den Tempel aufgebaut hat und die Stadt wieder aufgebaut hat, und der Messias in diesen Tempel kam, sie aber diesen Messias abgelehnt haben, und Jesus hat ja angekündigt, dass deshalb der Tempel wieder zerstört werden würde und bis zum Ende Krieg sein würde. Das heißt, allein die Tatsache, dass hier angekündigt wird, dass die Stadt und das Heiligtum wieder zerstört wird, ist Beweis genug, dass offensichtlich im Volk, das diesen Tempel aufgebaut hat und in dieser Stadt lebt, etwas schiefgelaufen ist, dass sie offensichtlich sich des Schutzes Gottes, dass sie den Schutz Gottes verwirken würden, dass diese Stadt dann wieder zerstört wird und das Heiligtum auch wieder zerstört wird. Auch aus diesem Text ist Schluss zu folgern, dass das Volk seinen Messias verwerfen wird, dass dieses Volk ihn ausrotten würde und ihn letztendlich als Kreuz schlagen würde. Also lauter Texte, aus denen man erkennen kann, aus dem Alten Testament, dass das alles sehr wohl vorhergesagt war. Ja, Jesus hat ja auch nicht nur gewusst, dass die Juden ihn kreuzigen werden, er hat auch ganz genau gewusst, wer ihn verraten wird. Und dass einer unter seinen eigenen Leuten ihn verraten wird. Und da bezog er sich ja auch auf eine Stelle im Alten Testament. Wir haben in Johannes Kapitel 13, ist ja ein Text, wo Jesus im Zuge der Fußwaschung ganz deutlich gemacht hat, dass einer unter ihnen ihn verraten wird. Ja, woher hat das Jesus gewusst? Ja? Musste Jesus da eine besondere Eingebung von oben haben, um zu wissen, dass ihn einer verraten wird? Wir wissen, dass es im Alten Testament Stellen gab, auf die man sich im Neuen Testament dann bezogen hat. Und Jesus sagt auch hier in Johannes Kapitel 13, im Vers 18, nicht rede ich von euch allen, Johannes 13, Vers 18, nicht rede ich von euch allen, ich weiß, welche ich erwählt habe, aber es muss die Schrift erfüllt werden. Der mein Brot isse, der tritt mich mit Füßen. Das heißt, Jesus hat auch hier ganz deutlich gewusst, dass sein Tod, seinem Tod ein Verrat aus den eigenen Reihen vorausgehen würde. Und da bezog er sich immer wieder auf die Schrift. Also für Jesus war es erkennbar aus der Schrift, dass die Geschichte so laufen wird und dass alle Details in Bezug auf das, was man ihn antun würde, irgendwo in der Schrift verankert waren. Aber wer sagt, dass all das von Gott so vorherbestimmt war? Und wie es auch Martin Pröpstle in seiner Thematik hier sagt, dass aufgrund eines Textes in Apostelgeschichte Kapitel 4, schlagt da mal auf, in Apostelgeschichte Kapitel 4, Vers 28, da sind die Apostel eingesperrt, nicht? Man hat sie praktisch hinter Gitter gestellt, weil sie nicht aufhörten, im Namen Jesu zu predigen nach seiner Auferstehung.
Und die Gemeinde betet er dann einmütig zu Gott. Und hier in diesem Gebet kommt da zum Ausdruck, was Gottes Rat bedacht hat. Ja. Achtet in Apostelgeschichte Kapitel 4, da spricht die Gemeinde dieses Gebet, der du durch den Heiligen Geist, durch den Mund unseres Vaters David, deines Knechtes, gesagt hast, warum toben die Heiden und die Völker nehmen sich vor, was umsonst ist? Die Könige der Erde treten zusammen und die Fürsten versammelten sich zuhauf wider den Herrn und wider seinen Christus. Wahrlich ja, sie haben sich versammelt in dieser Stadt wider deinen heiligen Knecht Jesus, welchen du gesalbt hast, Herodes und Pontius Pilatus mit den Heiden und den Völkern von Israel, zu tun, was deine Hand und dein Rat zuvor bedacht hat, so ist es in meiner Bibel übersetzt, was deine Hand zuvor bedacht hat, dass es geschehen sollte. Es gibt andere Übersetzungen, die hier einfach übersetzen, was du in deinem Rat beschlossen hast. Ja? Beschlossen oder bedacht hast, das sind meines Erachtens oder bestimmt hast, zwei unterschiedliche Vorstellungen. Natürlich hat Gott in seinem ursprünglichen Rat, als der Himmel tagte, als der Sündenfall stattgefunden hat, hat Gott natürlich einen Erlösungsplan gehabt, schon vor Grundlegung der Welt, heißt es ja, bevor die Sünde auf dieser Erde stattgefunden hat, hat Gott einen Plan zur Erlösung gehabt, wenn der Mensch fällt, und er musste auch einen Plan gehabt haben für Satan und für die himmlische Welt. Davon haben wir auch schon gesprochen. Und dieser Erlösungsplan zur Wiederherstellung aller Dinge musste bereits existiert haben, nachdem Satan in Sünde gefallen ist im Himmel. Denn von dort an ist ja alles in die verkehrte Richtung gegangen und sollte wiederhergestellt werden. Also ein Plan zur Wiederherstellung musste bereits existiert haben, bevor diese Welt erschaffen wurde. Und deshalb heißt es auch vor Grundlegung der Welt, weil ja die Sünde bereits im Universum schon vor der Erschaffung dieser Erde und vor dem Sündenfall auf Erden bereits begonnen hat. Und der Plan der Wiederherstellung musste auch deshalb schon vorher existiert haben. Und in diesem ursprünglichen Plan hat natürlich Gott in seiner Weisheit vorausgesehen, was letztendlich kommen würde. Und in diesem Zusammenhang hat er natürlich auch den Tod Jesu vorhergesehen und hat ihn auch integriert in diesen Plan und vorausgesehen, dass er so weit gehen würde, dass er die Menschen und auch Satan sein Wesen so weit treiben lassen würde, dass sie sogar, wenn Jesus auf diese Erde kommen wird, dass sie beschlossen haben im Himmel, dass Jesus getötet werden sollte. Ja, das ist eine von Gott vorhergesehene und in seinem Rat in diesem Sinne beschlossen, dass man bereit sein würde, so weit zu gehen, damit die Bosheit der Satans und der Menschen richtig offenbar wird. Ja. Aber Gott hat gleichzeitig alles getan, damit Menschen davor bewahrt werden. Und ich denke, darüber haben wir schon sehr viel gesprochen im Alten Testament. Durch die ganze alttestamentliche Zeit wollte Gott genau das eigentlich verhindern, was er aber vorhergesehen hat. Und da gibt es eben diese unterschiedlichen Meinungen. Jetzt haben wir hier in adventistischer Theologie eigentlich eine sehr gespaltene Situation. Wir haben Theologen, die sagen, am Kreuz führt kein Weg vorbei. Die das sagen, die stimmen auch mit dem, was sie im Grunde genommen auch in der katholischen und auch in der protestantischen Theologie gesagt wird. Am Kreuz führte nichts vorbei und das war eben von Gott so vorher bestimmt und vorher gesehen. Nicht nur vorher gesehen, sondern vorher bestimmt. Das lesen wir auch in katholischer und protestantischer Theologie, dass hier das einfach zum Plan Gottes gehörte. Während in der adventistischer Theologie wir eine gespaltene Situation haben. Ich habe euch das letzte Mal oder vorletzte Mal schon darauf hingewiesen, dass zum Beispiel Heinz Schädinger in seinem Dokument, in seinem Plan A-Konzept, das er hat hier einen sogenannten Königsplan, den auch in seinem Unterricht verwendet, von dem haben wir schon gesprochen, der Königsweg.
Er sagte hier auch in einer Predigt, die ich auf Kassette gehört habe, es hätte nicht unbedingt zu einer grausamen Kreuzigung kommen müssen. Ja? Aber sein Tod war trotzdem unausweichlich. Martin Pröpstle wieder, obwohl beide auf derselben Schule sind. Ich habe hier einige Aussagen, die ich euch jetzt vorlesen möchte aus seiner Arbeit hier. Da zitiert er einen protestantischen Theologen, der hier sagt, das Kreuz ist kein zweiter Heilsweg, also eine eventuelle Alternative, sondern das ist kein zweiter Heilsweg oder gar eine Notlösung angesichts der gescheiterten Schöpfungsweisheit Gottes. Also auch das war es nicht natürlich, sondern deren Ziel. Das heißt, das Ziel Gottes war es, dass Jesus gekreuzigt wird. Ein protestantischer Theologe, den Martin Brötzl in seiner Arbeit hier zitiert. Der Gekreuzigte war von Anfang an der Plan und das Ziel und der Inbegriff der göttlichen Weisheit. Das heißt also hier in seiner Arbeit, die Martin Brötzl hier geschrieben hat, zitiert protestantische Theologen, die eben auch diese Sicht vertreten, dass das Kreuz die einzige Alternative war. Ja? Er selbst schreibt dann hier, das Kreuz machte Jesus Christus zum Herrn der Herrlichkeit. Ich habe über diesen Text nachgedacht, ob man das wirklich so sagen kann. Meine lieben Freunde, war wirklich erst das Kreuz, das Jesus zum Herrn der Herrlichkeit machte? Stimmt das? Wenn ich Paulus lese, Paulus in 1. Korinther 2, Vers 8 sagt, wenn sie Jesus erkannt hätten, dann hätten sie den Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt. Das heißt, aus dieser Aussage können wir ganz deutlich darstellen, dass Jesus bereits der Herr der Herrlichkeit war. Er kam ja als Herr der Herrlichkeit auf diese Erde. Er hat als Herr der Herrlichkeit seine Wunder getan. Alles, er hat den Charakter Gottes auf dieser Erde als Herr der Herrlichkeit offenbart. Er ist nicht erst Herr der Herrlichkeit geworden durch das Kreuz. Niemand könne sagen von der Bibel her, dass erst durch die Kreuzigung Jesus erst zum Herrn der Herrlichkeit wurde. Ja? Das ist biblisch unrichtig. Martin Pröpstle zitiert dann weiter, er sagt, der gekreuzigte Christus macht die Weisheit Gottes aus. Sie zu erkennen, meint die Bedeutung des Kreuzes zu erkennen. Also das glaube ich auch, dass zum richtigen Erkennen Jesu und zur richtigen Gotteserkenntnis auch die richtige Erkenntnis des Kreuzes gehört, das richtige Verständnis, die richtige Bedeutung des Kreuzes, nachdem es geschehen ist. Ja, das gehört dazu. Die Folge dieser Erkenntnis kann deshalb nicht bedeuten, dass das Kreuz vermieden werden kann. Ja, das Kreuz kann, seit es war, nicht mehr aus dem Denken unseres christlichen Glaubens weggedacht werden. Niemand kann, seit Jesus ans Kreuz gegangen ist und seit man ihn ans Kreuz geschlagen hat und er sich ans Kreuz schlagen hat lassen, und niemand kann seither das Kreuz aus seinem Glauben herausstreichen. Und das tun wir ja auch nicht und ich tue das ja auch nicht, obwohl man mir das vorwirft, ich würde dem Kreuz keine erlösende Bedeutung zusprechen und ich bitte darum, dass man dieses Gerücht irgendwo zu Ende bringt, denn alle meine Themen, die ich auch hier behandle, zeigen ganz klar, dass ich dem Kreuz eine ganz besondere Bedeutung schenken möchte und dass es mir darum geht, dem Kreuz die richtige Bedeutung zu schenken. Aber wenn sie ihn erkannt hätten, wer immer es getan, wer immer Jesus erkannt hätte, dort hätte das Kreuz vermieden können. Und nicht so, wie Laurentius von Brindisi sagt, dann hätte man ihn eben aus Liebe kreuzigen müssen. Martin Pröpstle geht hier weiter und er sagt, der Tod Jesu war also nicht ein unglücklicher Fall, das glaube ich ja auch nicht, einer falsch verstandenen Identität. Die dämonischen Herrscher haben ja verstanden, dass Jesus der verheißene Messias ist. Jetzt kommt auf die dämonischen Herrscher zu sprechen. Die diese Arbeit schon kennen, werden wissen, dass Martin Pröpstle hier diese Meinung vertritt, dass diese Herrscher dieser Welt, von dem ja Paulus in 1. Korinther 2,8 spricht, nicht unbedingt nur weltliche Herrscher sind, sondern Dämonen.
Und darauf kommt er jetzt hier. Die dämonischen Herrscher haben ja verstanden, dass Jesus der verheißene Messias ist. Und ich glaube, da können wir ihm recht geben. Sie wussten genau, was sie taten, als sie Menschen dazu antrieben, den Messias zu töten. Das glaube ich auch, dass die Dämonen genau wussten, dass sie taten. Aber deshalb verstehe ich den nächsten Satz nicht, den Martin Brötzle hier dann zitiert. Er sagt, sie wussten jedoch nicht, dass genau dieses Betreiben, die Erlösung, dieses Betreiben, dass sie die Menschen verführt haben, Christus zu deuten, dass die Dämonen nicht wussten, dass genau dieses Betreiben die Erlösung der Menschen bewerkstelligen und gleichzeitig in ihren eigenen Untergang besiegeln würde. Also das ist eine Frage, die ich Martin Brötzle ja natürlich schon längst stellen wollte und ich habe ihm das auch schon geschrieben. Ich habe bis heute noch keine Antwort bekommen. Seit 2, 3 Jahren warte ich eigentlich schon auf diese Antwort und es kann nur sagen, es tut mir leid, dass ich darüber mit ihm noch nie ein wirkliches Gespräch geführt habe. Denn die Frage stellt sich für mich wirklich, kann man wirklich sagen, dass Satan und die Dämonen nicht wussten, dass wenn sie die Menschen verführen, Jesus zu kreuzigen und sie dazu natürlich anstiften, dass dadurch die Erlösung der Menschen bewerkstelligt wird, dass dadurch Menschen erlöst werden und gleichzeitig, dass der Untergang für Luzifer und seine Engel bedeutet. Also, ich kann nur sagen, das widerspricht auch dem, was wir von Ellen White wissen. Und im Patriarchen und Propheten auf Seite 43, da würde ich jetzt die Martin Pröpstle und alle, die seiner Meinung hier auch folgen, die Frage stellen, wie habe ich dann zu verstehen, warum schreibt dann Ellen White ganz klar, dass Satan schon damals, als Gott den Engeln im Himmel den Erlösungsplan offenbarte, Satan genau gewusst hat, was sein Schicksal sein würde, was er tun würde, um sein eigenes Schicksal zu besiegeln. Und ich lese euch das vor aus Patriarchen und Propheten auf Seite 43, da könnt ihr das lesen, wo es heißt, die erste Ankündigung seiner Erlösung erhielt der Mensch im Garten Eden, als Gott das Urteil über Satan sprach. Ich will Feindschaft setzen zwischen dir und dem Weibe und zwischen deinem Nachkommen und ihrem Nachkommen. Der soll dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Und jetzt sagt er weit hier weiter, als Satan hörte, dass zwischen ihm und dem Weibe, zwischen seinem und ihrem Nachkommen Feindschaft bestehen sollte, erkannte er, dass sein Plan, die menschliche Natur zugrunde zu richten, gestört werden würde. Und überlegt einmal, wir müssen ja die Frage stellen, wem hat denn Jesus überhaupt gesagt, oder ja, Gott damals im Paradies gesagt, ich will Feindschaft setzen zwischen dir und dem Weibe. Das war doch direkt an Satan. Gott hat hier an dem Satan angekündigt, dass es eine Feindschaft geben wird und dass ihm irgendwo einmal der Kopf zertreten wird, wenn man diese Übersetzung so stehen lässt, ja, wie sie in den meisten Übersetzungen dasteht, dass ihm der Kopf zertreten wird. Obwohl es da eine andere Übersetzung gibt, aber darauf werden wir einmal in einem anderen Thema drauf kommen. Aber grundsätzlich baut ja die ganze christliche Theologie auf diesen Text auf, dass Satan der Kopf zertreten werden würde. Und niemand anderer als Gott hat ihm das im Paradies gesagt. Das heißt, Satan wusste ab dem Sündenfall spätestens, dass ihm der Kopf zertreten würde, wenn er seine Rebellion fortsetzt und wenn er seine Rebellion und die er bis dorthin ja schon getan hat. Und es ist ja bemerkenswert, dass in adventistischer Theologie ja gesagt wird, dass spätestens mit dem Sündenfall ist Satans Schicksal besiegelt gewesen und da musste Satan eigentlich auch im Zusammenhang mit dem Zitat von Ellen White hier ab diesem Zeitpunkt schon gewusst haben, dass sein Kopf ihm zertreten würde. Ja? Und wenn man sagt, dass in diesem Text auch der Messias angekündigt wurde, der Tod des Messias angekündigt wurde, dann muss man ja davon ausgehen, dass Satan damals spätestens, als diese Aussage im Paradies gemacht worden ist, gewusst hat, dass durch den Tod des Messias sein Schicksal besiegelt sein würde. Das heißt, und das glaubt auch hundertprozentig jeder adventistische Theologe, den ich bisher kennengelernt habe, und das muss auch Martin Brötzle glauben,
dass dort im Paradies das Schicksal Satans angekündigt worden ist im Zusammenhang mit dem Sterben des Messias. So wird ja dieser Text ausgelegt. Ja. Deshalb ist es mir ein Rätsel, warum man hier sagen kann, Satan hat kurz vor der Kreuzigung noch nicht gewusst, dass wenn der Messias ans Kreuz genagelt wird, wenn er getötet wird und wenn er die Menschen anstiftet, dass das dann Erlösung für die Menschen bringt und gleichzeitig den Untergang Luzifers und seiner Engel. Also da sind für mich solche großen widersprüchlichen Erklärungen drinnen und in diesem Dokument, das ich euch da von Martin Bröpsli gesagt habe. Und ihr könnt das selber studieren und vielleicht auch ins Gespräch kommen, einmal mit ihm. Mir ist es leider bis jetzt noch nicht so gelungen. Er geht dann weiter in diesem Text und sagt, die irdischen Herrscher hätten sich nicht schuldig gemacht am Tod Jesu, der jedoch als Teil der Weisheit Gottes trotzdem stattgefunden hätte. Die überweltlichen Mächte, also Satan und seine Engel, hätten sich nicht ins gesicherte Verderben gestürzt, da der Tod Jesu ihre Niederlage besiegelte. Das heißt, hier noch einmal eine Erklärung auf Seite 12 in diesem Dokument, sagt Martin Bröpsli hier, dass die Dämonen praktisch und Satan sich nicht ins gesicherte Verderben gestürzt hätten, wenn sie gewusst hätten, dass wenn sie Jesus kreuzigen, dass das ihr gesicherter Tod ist. Das würde ja bedeuten, Satan hätte das alles nicht gewusst. Und ich habe mir die Frage gestellt, wie kann man sagen, dass Satan das nicht gewusst hat? Hat Satan die Prophezeiungen im Alten Testament, von denen wir so sicher sind, dass sie den Tod des Messias meinen, dann hätte Satan alle diese Prophezeiungen nicht gewusst. Und er hätte dann auch nicht gewusst, obwohl ihm selbst das gesagt worden ist, noch als Jesus auf Erden war. Jesus selbst, als Jesus auf Erden war, hatte Jesus über das Schicksal Satans auch gesprochen. Und das musste ja Satan auch gehört haben. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass Satan nicht dabei war und nichts davon mitbekommen hat, was Jesus den Menschen verkündigt hat. Das wäre völlig naiv, so etwas zu glauben. Ja? Dämonen waren ständig um Jesus herum und wir können hundertprozentig sicher sein, dass Satan bei allen Botschaften und überall, wo Jesus gepredigt hat, dabei war im Hintergrund und nicht nur das gehört hat, was Jesus geredet hat, sondern gleichzeitig auch, was die Pharisäer und Schriftgelehrten ihm gesagt haben, denn sie standen unter seiner Inspiration. Also es ist mir völlig ein Rätsel, wie man hier zu einer solchen Überlegung kommt. Johannes Kapitel 15, da sagt Jesus, Entschuldigung, nicht Johannes 15, Johannes 13, müsste es sein, ja, Johannes Kapitel 12, Johannes Kapitel 12, da sagt Jesus bei einer Gelegenheit, in einer besonderen Stunde des Gebets, und da können wir sicher sein, dass hier Satan als Mithörer da war, wo er sagt, jetzt geht das Gericht über die Welt, im Vers 31. Nun wird der Fürst dieser Welt ausgestoßen werden. Satan hat also hier in diesem Zusammenhang ganz klar gewusst, dass jetzt seine Stunde kommen wird, wo er ausgestoßen werden wird, wo sein Schicksal besiegelt wird. Das wusste er ganz genau. Und das hat Satan schon längst vorher gewusst, aber er hat wie gesagt, er hat nie deshalb davor zurückgeschreckt, seine Rebellion weiterzuführen. Also ich würde hier gerne einmal dieses Dokument hier diskutieren und diese Argumente auch mit adventistischen Theologen durchsprechen und auch mit Martin Bröpsle gerne und ich hoffe, es gäbe einmal eine Möglichkeit, das zu tun. Natürlich könnte man auch auf Jesaja 14 hinweisen, auf Hesekiel 28, auch im Alten Testament standen ja Prophezeiungen, wo ganz deutlich von dem Untergang Luzifers die Rede ist. Und immer im Zusammenhang dessen, weil er gegen Gott rebelliert. Und die größte Rebellion war ja, dass er Menschen angestiftet hat, den Messias abzulehnen und den Messias zu töten, aber auch schon Johannes den Täufer und schon die Propheten vorher. Also hier zu glauben, dass Satan hier in Unwissenheit gehandelt hat, ich meine, das ist wirklich etwas zu naiv.
Aber letztendlich stimmt auch diese Erklärungen, dass an dem Kreuz nichts vorbeiführt, letztendlich auch mit dem vollkommen überein, was hier der Kapuzinerpater ja, Laurentius von Brindisi hier auch beschrieben hat. Wenn ich den liebe, wenn ich den hasse, dann eben im Liebe. Aber das Kreuz ist die einzige Alternative. Aber nun kommt er doch auf den Gedanken in dieser Broschüre, in diesem Heft, was wäre denn gewesen, wenn die Juden das jetzt nicht gemacht hätten, weder aus Liebe noch aus Hass gegenüber. Und das schreibt er hier, und jetzt gehe ich auf diesen Abschnitt hier noch ein, wo er sagt, und wenn es auch denn an Menschen überhaupt gemangelt hätte und sie ihn nicht hätten ertragen können, und sie nicht hätten ertragen können, die Hand an den eingeborenen Sohn Gottes zu legen, dann hätten es die Engel des Paradieses getan. Meine lieben Freunde, ich hoffe, ihr habt das schon gelesen und habt euch darüber schon eure eigenen Gedanken gemacht, für die, die das Heftel haben. Aber hier bleiben wir doch ein paar Augenblicke stehen. Dieser Kapuzinerpater im 16. Jahrhundert hat also auch an die Möglichkeit gedacht, als Katholik, als katholischer Theologe, es hätte ja sein können, dass kein Mensch auf dieser Erde, weder ein Jude noch ein anderer Mensch, es gewagt hätte, Hand an den Sohn Gottes zu legen, der auf diese Erde gekommen wäre oder gekommen ist, Hand an den Messias zu legen. Und er überlegte weiter und sagt, und wenn da kein Mensch gefunden worden wäre, der den Messias auf irgendeine Weise getötet oder eben ans Kreuz geschlagen hätte, weil das ja Gottes Plan gewesen wäre, dann hätten es die Engel des Paradieses getan. Und er sagt, wie der Engel aus dem Himmel herabstieg, um Christus zu stärken, damit er das bitterste Leiden und den Tod des Kreuzes ertrage, weil es so der Wille Gottes war. Das heißt, wenn Menschen es gemacht hätten, wären Engel bereit gewesen, vom Himmel zu kommen und Jesus da ans Kreuz zu schlagen. So weit geht hier die katholische Überlegung, eine Überlegung eines katholischen Theologen. Und ich weiß nicht, ob es viele katholische Theologen in der Geschichte gegeben hat, die es gewagt haben, einen solchen Gedanken wirklich auszusprechen als dieser Mann hier. Aber im Kern, in der katholischen, aber auch in der ganzen protestantischen Theologie, ist diese Grundidee einfach da, dass am Kreuz kein Weg vorüberführt. Und dann bleibt eigentlich nichts mehr übrig. Da muss man noch den Mut haben, das Ganze durchzudenken und sagen, na was, wenn kein Mensch bereit gewesen wäre, dann wären es Engel gewesen. Wäre das wirklich so gewesen, kann man sich das vorstellen? Wäre ein Engel vom Himmel gekommen und hätte mit Jesus das gemacht, was die Juden damals getan haben? Das ist die katholische Version. Ich werde dann gleich darauf aufmerksam machen, dass hier Adventisten zu einer anderen Version kommen, wenn das die Juden nicht gemacht hätten. Aber bleiben wir bei diesem Zitat von Laurentius von Brindisi. Er geht dann weiter und sagt, ja, was sage ich denn? Die heiligste Jungfrau hätte es getan, da sie doch mit viel größerer Liebe zu Gott, mit vielen und schier unendlichen Gnaden der Liebe ausgestattet war im Vergleich zu Abraham. Jetzt kommt auf die Idee, wenn die Juden es nicht getan hätten, die Römer es nicht getan hätten, ja, wenn die Engel es nicht getan hätten, wenn kein Mensch auf dieser Erde es getan hätte, die Maria, oder damals, es geht ja nur damals, als Jesus auf dieser Erde war, seine eigene Mutter hätte es getan. Wenn also jener Abraham aus großer Liebe zu Gott, und hier führt er die Begründung an, warum er glaubt, dass die Maria es getan hätte. Wenn also jener aus großer Liebe zu Gott unter dem Druck des göttlichen Befehls den einzigen und geliebten Sohn Gottes opfern wollte, um wie viel mehr Maria? Aus welchem Grund, denn meint ihr denn, ist sie denn am Kreuz gestanden an dem Sohn, der hing und ihn sah und sie sah?
Wusste sie etwa nicht, dass ihre Gegenwart den Schmerz des Sohnes über die Maßen vermehrte und seine ganz zerschlagene Seele durch ihre Tränen noch bitterer machte? Dennoch stand sie beim Kreuz des Sohnes, weil sie anerkannte, dass es so der Wille Gottes war. Das heißt, auch hier diese Erklärung, die Maria hätte begriffen und sei der Überzeugung gewesen, dass Jesus unbedingt ans Kreuz geschlagen werden müsse. Und sie wäre bereit gewesen, das zu tun, wenn kein anderer zu ihrer Zeit das getan hätte. Weil sie darin den Willen Gottes erkannt hätte. Na, überlegt einmal, wohin christliche Theologie hier geht. Und meine lieben Freunde und liebe Geschwister, ich denke, eine solche Darstellung der Kreuzigung Jesu, des Todes Jesu, kann doch niemals ein vernünftiger Mensch glauben. Und wenn man damals im 16. Jahrhundert auf diese Art versuchte zu verkündigen, wie wollte man damals oder wie sollte man mit so einer Botschaft zum Beispiel Juden gewinnen? Wie will man mit so einer Botschaft Moslem gewinnen? Buddhisten, Hinduisten gewinnen. Christen müssten eigentlich den Mut haben, auch solche Dinge beim Namen zu nennen, aber obwohl sie das nicht tun, reicht es anderen Religionen, Juden oder Moslem oder Buddhisten und so weiter, es reicht ihnen ja schon, wenn wir Christen sagen, die Kreuzigung war unbedingt der Plan und der Wille Gottes. Da müssen wir nicht noch solche Dinge zu erklären, dass da Engel vom Himmel gekommen wären, die das getan hätten. Ja, aber wir haben in unserer adventistischen Theologie inzwischen Erklärungen, wo Leute, Prediger und Theologen zur Deutung kommen und sagen, ja, wenn es die Menschen nicht getan hätten, wenn sie ihn nicht ans Kreuz genagelt hätten, dann hätte ihn ein Priester am Altar geopfert. Eine solche Erklärung habe ich interessanterweise unter Katholiken und Protestanten bis heute noch nirgends gefunden. Interessant ist, ich habe 2005, als damals der ganze Konflikt herausgekommen ist und einzelne Prediger sich noch Mühe gemacht haben und sie noch Sorge gehabt um meine Erklärungen, die ich diesbezüglich gegeben habe, nachdem ich da diese Frage gestellt habe, ja, hat Jesus wirklich sterben müssen, hat er wirklich ans Kreuz genagelt werden müssen, damit die Erlösung der Menschen stattfinden konnte? Und da hat einer meiner Predigerkollegen damals, der in der Stimme der Hoffnung gearbeitet hat, der hat mir damals einen Brief geschrieben, ein E-Mail geschrieben und hat in diesem E-Mail versucht, mich auch darauf aufmerksam zu machen, dass er natürlich auch nicht glaubt, dass das Kreuz unbedingt notwendig gewesen wäre. Aber der Tod des Messias war trotzdem notwendig. Und er hat nicht nur mir einen solchen Brief geschrieben, sondern da hat auch ein Interessent gerade in dieser Zeit damals angefragt, dann die Stimme der Hoffnung, was denn gewesen wäre, wenn die Juden Jesus angenommen hätten, hätte er dann trotzdem sterben müssen. Und da gab es eine Diskussion zwischen diesem Mann, diesem Interessenten, das war ein Interessent in Linz übrigens, mit dem ich da im Gespräch war, und er hat diese Frage an die Stimme der Hoffnung gestellt. Ja. Und er hat auch diesen Lehrbrief durchgemacht, den ich euch vorhin da vorgelesen habe, in Römer 5, wo er da gelesen hat, dass hier die Römer ihn getötet hätten. Und als er dann die Antwort von der Stimme der Hoffnung in Wien bekam, von Bruder Cihak, der damals und der heute noch die Stimme der Hoffnung dort korrigiert, der hat ihn dann zurückgeschrieben und hat unter anderem eben auch erklärt, ich habe theologisch meine Bedenken, dass Jesus in diesem Fall, wenn die Juden ihn nicht gekreuzigt hätten und wenn sie Juden ihn angenommen hätten, dass er in diesem Fall von den Römern gekreuzigt worden wäre. Meiner Ansicht nach hätte das Opfer Jesus gemäß all den Opfern im Alten Testament durch sein Volk eventuell den hohen Priester stattfinden sollen.
falls sie Jesus angenommen hätten, hätten sie auch seine Rolle als Messias erkannt und dass er das wahre Lamm Gottes ist. Sie hätten ihn dann wohl nicht gekreuzigt nach 1. Korinther 2,8, sondern vielleicht tatsächlich geopfert, gemäß dem Beispiel Abraham und Isaak, erwähnt er hier in Klammer noch. Jedenfalls würde das der Vorausschattung des Alten Testaments besser entsprechen. Das ist eine Erklärung, die auch ich in dieser Weise bekommen habe, schriftlich sogar, ja, dass ich auf eine solche Alternative vielleicht mir Gedanken machen sollte, dass am Tod Jesu eben nichts vorbeiführte. Er geht dann weiter, in einem weiteren Text schreibt er, die Exaktheit, mit der Gott sonst Dinge vorausweist und voraussagt und das ausgeklügelte, bis ins kleinste Details festgelegte Opfer- und Heiligtumssystem, das dann so in Jesu tatsächlich im Tod nicht stattgefunden hat, zeigt doch ein, so sollte es sein, doch weil die Juden nicht dazu bereit gewesen waren, also die Juden waren nicht bereit, Jesus zu opfern, wie es Gottes Wille nach dem alttestamentlichen Opferdienst gewesen wäre, und weil sie nicht bereit waren, Jesus statt einem Lamm zu opfern, geschah es eben anders, kam es zur Kreuzigung. Das ist eine Erklärung von einem adventistischen Prediger aus im Zusammenhang mit der Stimme der Hoffnung. Ich würde mir weitere Kommentare ersparen, aber zur Information geht der Text hier weiter. Jesus warnte die Juden davor, ihn nicht zu verwerfen. Und ich glaube, das ist klar, nicht? Da haben wir viele Beispiele. Er warnte sie, ihn nicht zu verwerfen. Aber Manfred Schiert sagt hier, aber an welcher Stelle in den Evangelien warnte er sie davor, ihn nicht so zu töten, wie es das alttestamentliche Opfersystem vorhergesagt hat? Er ist der Meinung, dass in der Bibel keine Warnung steht, und da das Jesus die Juden damals nicht gewarnt hat, ihn nicht am Altar zu opfern. Er geht dann weiter. Ich könnte mir vorstellen, dass sich so manche Vorhersage Jesajas und Hesekiel in Ansätzen erfüllen hätte können, also diese wunderbaren Verheißungen hätten sich erfüllen können, wenn die Juden Jesus angenommen und entsprechend dem Vorbild nach dem alttestamentlichen Opfergesetz oder nach dem Vorbild Abraham Isaak geopfert hätten. Also unter der Bedingung, dass sie das so gemacht hätten, hätten sich dann alle Verheißungen, alle wunderbaren Verheißungen, die Gott Israel gegeben hat, zu einem Volk zu werden, das ein Licht für die Heiden wird und mit allen Segnungen und die Errichtung des Reiches Gottes hätte sich dann erfüllen können. Auch so erfüllen können. Ohne die Kreuzigung, aber durch eine Opferung, eine buchstäbliche Opferung. Ein letzter Abschnitt noch, den ich in diesem Text gefunden habe, wo er versucht hat, mich davon zu überzeugen, dass sich doch den Tod des Messias in diesem Sinne nicht irgendwo wegtun kann. Ja? Diese Opferung hätte nur Sinn gemacht, wenn ein hoher Priester und das Volk seine Sinnhaftigkeit verstanden hätten und in Demut auch bereit gewesen wäre, es durchzuführen. Obwohl Jesus daran gearbeitet hat, zur Bekehrung zu wirken, war dieses nicht zu erreichen. Das heißt, Jesus hat es nicht erreicht, das ist die Meinung hier, den Juden zu erklären, dass er das Lamm Gottes ist und dass er nicht ans Kreuz geschlagen, nicht in Hass abgelehnt werden sollte, sondern in Liebe angenommen, aber dann von einem hohen Priester oder von einem Priester an einem Altar geopfert werden sollte. Er sagt dann hier weiter, warum sollte er ihnen dann den Opferplan lehren, nachdem sie sich nicht bekehren ließen, warum sollte er ihnen den Opferplan lehren? Das wäre kontraproduktiv gewesen. Er hätte Uneinsichtige dazu aufgefordert, ihn zu töten, wodurch sie wegen ihrer Uneinsichtigkeit Opfer ohne rein zu sein selbst des Todes gewesen wären. Die Jünger doch wies er auf das Opfer hin.
Kurzum, in diesen Erklärungen, die ich hier bekommen habe, und das war 2005 damals, als ich da noch in dieser Diskussion stand, nicht, und noch nicht endgültig entschieden war, dass ich meinen Dienst verlassen sollte, war das ein Versuch, auf diese Art und Weise mir zu helfen, vielleicht den Tod Jesu in diesem Sinne zu verstehen. In der Zwischenzeit wusste ich natürlich auch, dass das, was mir hier Manfred Tschichert geschrieben hat, dass das letztendlich auch die Überzeugung ist von Herrn Scheidinger, auf den ich ja schon öfters hingewiesen habe, der in seinem Dokument über diese Geschichte von Plan A und Plan B über Israel zu demselben Schluss gekommen ist. Ja? Auch er vertritt ja diese Meinung, dass der Messias unter den idealen Umständen, wenn Jesus angenommen worden wäre von den Juden, dass der Messias dann geopfert worden wäre. Ich habe sogar einen Text gefunden in einer Studie, die er gemacht hat, also Herrn Scheidinger hier. Er sagt, wenn nun die ganze Welt mit Israel im Zentrum auf die erste Ankunft des Messias gewartet hätte, wer hätte den Messias getötet? Eine Frage, die er hier stellt in einem Brief, den er an meinen Bruder Franz geschrieben hatte, einmal, der ihn auf diese Sicht angesprochen hatte. Herr Scheidinger ist dann der Meinung, dass er sagt, denn dass er getötet werden muss, steht außer Diskussion. Aber wenn ihn die Juden angenommen hätten, ja, wer hätte es gemacht? Stellt er hier diese Frage. Dann erklärt er hier und sagt, der Prophet Zacharia gibt nur einen leisen Hinweis darauf, geschlagen im Hause derer, die mich lieben. Und da zitiert er Zacharia Kapitel 13, Vers 6. Und den Text, den kennen wir. Wir haben ihn da und dort schon einmal angesprochen. Aber ich lade euch ein, schlagt da mal auf, noch einmal Zacharia 13, Vers 6. Den Text haben wir schon einmal bei einer anderen Gelegenheit interpretiert. Hier ist ein Text, der sagt, in Sacharja 13, Vers 6, und wenn man zu ihm sagen wird, was sind das für Wunden auf deiner Brust, wird er sagen, so wurde ich geschlagen im Hause derer, die mich lieben. Das heißt, hier ist ein Text, der sagt, das ist da von jemandem die Rede, hier wird das auf den Messias bezogen, ihr könnt den Text durchlesen, da geht es überhaupt nicht um den Messias, es geht hier um einen falschen Propheten, der von seinen eigenen Leuten im eigenen Hause geschlagen wird, so wie es das Gesetz Mose angekündigt hat und verlangt hat, dass wenn ein falscher Prophet in Israel aufsteht, sollte er von seinen eigenen Eltern zu Tode gebracht werden. Damit wollte Gott verhindern, dass in Israel überhaupt jemals ein falscher Prophet aufkommt und die Menschen zum Götzendienst führt. Einen solchen Text zu nehmen, um daraus eine andere Art des Todes Jesu herauszulesen, ist für mich einfach nicht nachvollziehbar. Und ich wundere mich, wie Heinz Scheidinger hier und viele andere Theologen auch, die ich inzwischen gesprochen habe, diesen Text zitieren, um damit eine Alternative zum Kreuzesgeschehen darzustellen. Nämlich, man liest aus diesem Text hier eventuell eine Opferung des Messias heraus. Im selben Sinne, Sacharja Kapitel 12, wo es heißt, Vers 10, aber über das Haus David und über die Bürger Jerusalem will ich ausgießen den Geist der Gnade und des Gebets, und sie werden mich ansehen, den sie durchbohrt haben. Und sie werden um ihn klagen, wie man klagt um ein einziges Kind, und werden sich um ihn betrüben, wie man sich betrübt um den Erstgeborenen. Das ist eine Stelle, die auch erwähnt wird von den Theologen, die der Überzeugung sind, dass es zu einer Opferung des Messias im Sinne Gottes kommen hätte können, wenn die Juden Jesus nicht aus Hass abgelehnt und getötet hätten. Dass man hier aus diesem Text eine Opferung des Messias herausliest. Heinz Scheidinger geht weiter und er sagt, es ist eine schwierige Prophezeiung, eben nicht über reales Geschehen, sondern über mögliches Geschehen im Geheilsplan. Das heißt, das wäre jetzt eine mögliche Alternative gewesen. Aber der Tod Jesu ist in allen möglichen Szenarien beschlossene Sache. Meine Vorstellungen, sagt er hier, bewegen sich aber im biblischen Bereich. Heinz Scheidinger ist der Überzeugung, dass seine Darstellung, dass der Messias geopfert werden hätte müssen, ja, wenn er nicht gekreuzigt worden wäre, dass er sich damit im biblischen Bereich bewegt.
Als Beispiel dafür nennt er dann, Abraham opfert Isaak, der Sünder opfert das Tier. Also diese beiden Beispiele. Opfer muss stattfinden, aber wer führt es durch? Und jetzt kommt er sogar und sagt, vielleicht Gott selbst, wie bei Abraham und Isaak angedeutet. Wir wissen es nicht. Jesus selbst hat gesagt, dass er sein Leben freiwillig lässt. Niemand kann es von ihm nehmen, wenn er es nicht freiwillig lässt. Ist das nicht die Haltung Isaaks? Und mit diesen Überlegungen hat hier Heinz Scheiding in einer Studie und in einem Brief, den er hier geschrieben hat, versucht darzustellen, dass es durchaus im göttlichen Heilsplan eine Möglichkeit gegeben hat, dass der Messias tatsächlich, sei es von einem Hohenpriester, von einem Priester, auf einem Altar in Jerusalem geopfert worden wäre, oder sogar, dass Gott selbst gekommen wäre und nach dem Muster Abraham als Vater seinen Sohn auf einem Altar geopfert hätte. Meine lieben Geschwister, das sind keine Fantastereien, die ich euch hier bringe. Das sind hier schriftliche Dokumente, die ich habe, in denen solche Erklärungen mir gegeben worden sind, um mir zu helfen, vielleicht ein besseres Verständnis von der Bedeutung des Todes Jesu zu haben. Aber es tut mir leid, ich kann nicht anders, als solche Erklärungen als völlig unbiblisch abzutun. Und ich habe mir in diesem Zusammenhang in mehreren Themen jetzt die Mühe gemacht und ich habe mir da einfach überwunden dazu, dass ich diese Themen hier in diesem Sinne einmal ganz klar anspreche. Und der Anstoß war diese Geschichte in diesem Büchlein. Und ihr merkt hier, dass hier ein katholischer Theologe, der im 16. Jahrhundert schon ganz ähnlich, vom Prinzip her ganz gleiche Gedankengänge hat, außer dass er nicht auf die Idee kam, den Messias irgendwo anders hinzubringen als ans Kreuz. Adventistische Theologen haben hier mehrere Alternativen und sogar diese Alternative, dass er auf einen Altar geopfert wird. Und das nicht nur von Menschen oder Engel vielleicht, sondern sogar von Gott selbst. Spätestens hier, als ich vor solche Alternativen gestellt worden bin, habe ich damals in einem größeren Kreis zum Ausdruck gebracht, also wenn man das von mir erwartet, dass ich das eher glauben sollte, als zu glauben, dass Gott einen Weg zur Erlösung der Menschen gehabt hat, wo der Tod des Messias keine unbedingte Notwendigkeit gewesen wäre und dass Gott niemals wollte, dass sein Sohn von Menschenhand in irgendeiner Weise, weder von Menschenhand noch von Gottes Hand oder von Engelshand, getötet wird, wenn er in diese Welt hereinkommt, das ist, ich kann mir das einfach nicht vorstellen. Und wenn man das aber von mir verlangt zu glauben, dann habe ich damals schon gesagt, dann könnt ihr mit mir auch machen, was ihr wollt, aber das würde ich niemals glauben. Und ich denke, ich bin jetzt nicht der Einzige, der verwundert ist über solche Erklärungen, sondern dass es hoffentlich auch andere gibt, die sich die Mühe machen, diese Dinge durchzudenken und zu fragen, was hat denn Paulus wirklich damit gemeint, wenn er gesagt hat, wenn sie ihn erkannt hätten, dann hätten sie den Herrn der Herrlichkeit niemals gekreuzigt und auch niemals auf irgendeine andere Art und Weise gehasst und irgendwo getötet. Ich denke, Paulus konnte nichts anderes gedacht haben und alles, was wir bisher auch über den Plan A gesagt haben, über alle diese Verheißungen, die Gott gesagt hat. Wir müssen ja den Tod des Messias im Alten Testament suchen, weil er verborgen ist in einzelnen Prophezeiungen. Der Großteil der Prophezeiungen geht doch in eine ganz andere Richtung, geht doch in eine herrliche Prophezeiung über. Und ich möchte eine dieser herrlichen Verheißungen lesen aus dem Propheten Zephania. Ja? Da gibt es den Propheten Zephania und das ist eine Stelle, wo ich mich frage,
hätte sich nicht das an Jesus erfüllen können, was hier steht? Warum musste der Messias Tränen vergießen? Warum musste er in diese Welt kommen? Und warum sollte es Gottes Wille gewesen sein, dass er seine Tränen vergießt, dass er leidet und qualvoll zugrunde geht, wenn es hier in Zephania 3 heißt, im Vers 16 und 17, zur selben Zeit wird man sprechen zu Jerusalem, fürchte dich nicht, Zion, lass deine Hände nicht sinken, denn der Herr, dein Gott, ist bei dir, ein starker Heiland. Er wird sich über dich freuen und dir freundlich sein, er wird dir vergeben in seiner Liebe und wird über dich mit Jauchzen fröhlich sein. Wie an einem festlichen Tage nehme ich von dir weg das Unheil, dass du seinetwegen keine Schmach mehr trägst. Eine dieser Aussagen: Wo konnte Jesus über sein Volk jemals jauchzen? Weil das Volk eingesehen hat, dass es sündhaft ist und dass sie bereit waren, ihre Sünden aufzugeben. Der ganze Himmel freut sich über jeden Sünder, der Buße tut. Warum hätte sich nicht Jesus hier, und er hat sich hier sicherlich über jeden Sünder gefreut, der Buße getan hat, aber es waren sehr wenige, die Buße getan haben. Es waren mehr, die sich gegen ihn gestellt haben. Und so ist es bis heute geblieben. Und könnte es sein, dass auch selbst die christliche Theologie, dass die christliche Botschaft so verkündigt worden ist, in diese Welt hinausgetragen worden ist, dass viele Menschen diese Botschaft vom Kreuz in der Weise einfach nicht annehmen konnten, weil sie der Logik widerspricht und auch dem widerspricht, was die Bibel wirklich über den Plan Gottes vorausgesagt hat und was Gott viel eher wollte, als dass sein Sohn ans Kreuz geschlagen wird. Meine lieben Geschwister, wir werden in diesem Zusammenhang jetzt dieses Thema abschließen. Wir werden dann im nächsten Thema, das wir noch machen werden, werde ich dieses Thema weiterziehen, wo man hier weitergeht, wo man sagt, ja, wenn der Messias jetzt auch auf diese Art und Weise auf einen Altar geopfert worden wäre, ja, dann wäre er ja auch auferstanden, und das sagen auch unsere Theologen, dann wäre er denn auferstanden. Wie wäre dann die Geschichte weitergegangen? Auch darüber geben uns Theologen Auskunft, ganz klare Auskunft. Und wir müssen uns fragen, ob die Bibel darüber etwas sagt. Welche Texte verwendet man dann, wie die Geschichte dann weitergegangen wäre, wenn der Messias eben auf diese Art und Weise nicht in Hass, sondern in Gehorsam getötet worden wäre oder vielleicht auf einen Altar geopfert worden wäre. Auch dieser Frage gehen wir dann noch weiter nach, und ich denke, dass dann die Dinge noch klarer werden, was in der Bibel wirklich darüber steht, über den göttlichen Plan, und was in der Bibel überhaupt nicht steht, was offensichtlich reine menschliche Überlegungen sind. Möge Gott uns helfen, dass wir immer klarer sehen, auch wenn wir uns auseinandersetzen müssen mit solchen verschiedenen theologischen Richtungen, dann soll es doch dazu führen, dass wir zu einem klaren Schluss kommen und zu einer klaren Schlussfolgerung, dass wir ein besseres Verständnis bekommen von dem, was Gott wirklich geplant hat. Gott segne uns, und ich muss allerdings ankündigen, dass ich jetzt am nächsten Donnerstag nicht da sein kann. Ich bin wieder im Ausland unterwegs. Wir werden ein Seminar haben, und da bin ich das ganze Wochenende wieder unterwegs, und wir sehen uns dann in 14 Tagen am Donnerstag, so Gott will, wieder. Ich werde euch dann noch Bescheid geben dazu. Gut, lasst uns noch mit einem Gebet zum Abschluss kommen. Lieber Vater, hab Dank, dass du uns auch heute Abend wieder durch dieses Thema geführt hast. Wir haben erkannt, dass es immer wieder Verirrungen gegeben hat in der Geschichte des Christentums, wie man mit deinem Tod, Herr Jesus, umgegangen ist, welches Verständnis man von dem Weg verkündigt hat und geglaubt hat, den du für die Erlösung der Menschen vorgesehen hast.
Herr, wir wollen dich bitten, dass du uns auch hilfst, dass wir durch diese Auseinandersetzungen mit diesen Ideen und Alternativen und Vorstellungen, dass wir zu klareren Verständnissen kommen, dass wir dein Wort dadurch noch besser verstehen lernen und noch besser erkennen, was du wirklich gesagt hast und was du niemals gesagt hast, was du wirklich gewollt hast und was du niemals gewollt hattest. Vergib uns, wenn wir auch in der Vergangenheit manche Dinge verkehrt geglaubt haben. Aber hilf, dass es uns mehr und mehr verständlich wird und dass wir auch die Botschaft vom Kreuz, wie du sie wirklich verstanden hast und wie du sie wirklich gemeint hast, dass wir sie in der rechten Weise für uns selbst verstehen und auch für unsere Mitmenschen weitergeben können, so dass sie es auch besser und leichter aufnehmen können. Hilf uns darin und segne du dein Werk, das auch in dieser Richtung getan wird in dieser Welt. Und so vertrauen wir uns dir weiterhin an. Hilf uns auch, dass wir nicht einander verurteilen, sondern dass es Möglichkeiten gibt, über diese Dinge noch besser und näher ins Gespräch zu kommen, auch mit denen, die anderer Ansicht sind. Du weißt, dass es uns ein großes Anliegen ist, dass wir das auch besprechen und nicht uns gegenseitig verurteilen wollen. Und so hilf, dass das auch möglich wird. Und wir preisen und loben dich für deine Güte und für deine Gnade, mit der du uns auch weiterhin begleiten möchtest. In Jesu Namen. Amen. Gut, meine Lieben, ich hoffe, ihr konntet den Gedanken folgen. Wie gesagt, für Fragen bin ich immer offen und wenn etwas unverständlich war, dann lasst es mich wissen. So habe ich die Möglichkeit, bei nächster Gelegenheit auch darauf irgendwie zu reagieren. So heiße ich, ja, wünsche euch allen einen schönen Abend noch und eine gesegnete Woche oder zwei Wochen, bis wir uns dann wiedersehen, so Gott will und wir leben. Gott segne euch und alles Gute, wo überall ihr seid, auf ein Wiedersehen.